Moin Moin, herzlich willkommen liebe Zuschauer. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute öffnen wir Tür Nummer 7 und hinter Tür Nummer 7 versteckt sich wieder ein richtiges Spiel. Happy's Hunter war gestern und heute ist. Heute spielen wir Euro Truck Simulator 2. Wir spielen wieder ein richtiges Spiel. Und zwar müssen wir das erstmal hier aussuchen. Irgendwie Firmenname, Logo, Bild, keine Ahnung. Name, Nachname, keine Ahnung, was wir alles auswählen müssen. Wir haben hier eine ganze Menge Fahrerköpfe zur Auswahl. Und ich habe gerade schon mal durchgescrollt. Also ich habe keine Ahnung, wen man da nehmen soll. Wir können einfach mal durch Zufall nehmen wir ihn hier. So Sunnyboy-mäßig ist ja völlig egal. Ich bevorzuge LKW-Design. Och, hier irgend sowas. Firmenlogo. Auch hier habe ich jetzt keine besondere Ahnung. Wir sind europäisch. Wir geben den Namen deines Unternehmens ein. Die Fett AG. Fettrans AG, ne? Fetttransport. Das passt auch viel besser. Wo sind wir denn hier? Transportspiel. Fetttransport AG. Sprache Deutsch, Spielmodi Europa. Brauchen wir noch einen Namen vorne? Achso, Fett Action LP. Ja, das ist natürlich ein blöder Spielname irgendwie, oder? Fett Action, so. Erstellen. Also, Steuerungsmethode wählen. Ich bin ein Tastaturspieler. Das Spiel ist recht laut. Ich muss gleich nochmal an der Musik haben. Haarschaltung, einfache Automatik. Ich glaube, dann nehme ich erstmal das Standardmäßige, Fertigstellen. Habe ich jetzt gar nicht gelesen, mir ist nur gerade ein bisschen die Musik zu laut, falls ihr mich überhaupt noch hört. Ich weiß es nicht. Werde ich gleich sehen, dass wir hier einmal ins Spielmenü kommen. Auswahl bestätigt. Achso, wo wollen wir denn hier, ne? Wir wollen in Kiel starten, Auswahl bestätigt. Möchtest du Tutorial durchgehen? Ja, ich kenne das Spiel überhaupt nicht, also ich muss auch das Tutorial mit euch durchgehen. Sorry, Leute. Aber besser ist, ne? Aber so, Euro Truck Simulator 2 lädt. Auftrag frei wie der Wind. Passt natürlich nach Kiel, aber die Musik ist mir gerade ein bisschen zu laut. So viel. So, 3, 2, 1, Spiel ist geladen. Dann muss ich doch wahrscheinlich direkt irgendwie über Escape ins Menü kommen. Optionen. Habe ich überhaupt Optionen zur Auswahl? Weil das Thema ist ja Radio hier, ne? Ich habe, jetzt muss ich ja irgendwie Radio Stream, Multiplayer. Also so geht das natürlich aus, aber ich will natürlich jetzt. Achso, kann das sehen? Ja, vielleicht ist es trotzdem, haben wir trotzdem Spielsound. Das muss man ja trennen können, oder? Fahren. So. Drücke E, um den Motor zu starten. Jo, leichte Motorgeräusche. Wobei die sind jetzt mega leise, ne? Pass all deine Dinge an, die das Spielerlebnis perfekt machen. Na, wollen wir mal gucken. Hier, Audio. Also Soundeffekte, Musik ist eigentlich aus. Radio-Lautstärke mache ich mal aus, Musiklautstärke muss aus, das andere ist ja in Ordnung. Standard, ne. Grafik und so, ach komm. Da spielen wir heute mal nicht wild rum, ich habe eh keine Ahnung. Du kannst folgende Tasten verwenden, um den LKW zu bewegen. Gas, ja das ist hier unser Standard WASD. Guck mal, da können wir schon mal nach vorne fahren. Bremsen rückwärts, nach links, nach rechts. Es gibt noch weitere Kameraperspektiven, zwischen denen du wählen kannst. Eins, zwei. Ah, das ist schön, die Draufsicht hier. Und achso, hier so eine 2D-Ansicht. Dachansicht haben wir noch mehr. 4. Fensteransicht. Wir können überall hingucken. 7 und 8. TV-Ansicht. Was ist TV? Probiere andere Ansichten aus und drücke dann Eingabe oder Eingabe 10er-Taste, um vorzufahren. Wir fahren fort. Es wird Zeit, dass du eine Lieferung machst. Ja, jetzt wird es natürlich schon Zeit, dass wir Lieferung machen. Erstmal gehe ich wieder in die Standard-Innenansicht. Oder machen wir die Standard-Draufansicht. Das ist ja eher so meins aus. Kennt ihr aus LS? Verwende den Routen-Advisor, damit du weißt, wo du dich befindest und wo es hingehen soll. Um mehr zu erfahren, drücke F1. Machen wir F1. Also hier vorne haben wir jetzt einen Routenplan. Wir sind in Kiel. Wie gesagt, müssen da vorne so ein kleines Stückchen fahren. Ist das Spiel pausiert? Kannst du den Route-Advisor mittels der Maus bedienen? Du besitzt ein Navigationssystem namens Route-Advisor, das dir jederzeit zur Verfügung steht. Der Route-Advisor gibt Aufschluss über deinen aktuellen Status, hilft dir mit Informationen zum momentanen Auftrag und weist dir immer den richtigen Weg. Fortfahren. Wird kurz erklärt, das obere heißt der Status, momentane Geschwindigkeit, aktueller Gang, Schadenskraftstoffanzeige, Müdigkeit, E-Mail-Hinweis, Uhrzeit und Kontostand. Wir haben nur 2000 auf dem Konto, da müssen wir dran arbeiten. Inhalt der momentan ausgewählten Seite, ja gut, dazu wo wir sind. Achso, ja okay. Mhm. Seiten umschalten, Wechsel zwischen Navigation, Auftragsbeschreibung, LKW-Zustand und Kurznachrichten. Okay, fortfahren. Das Navikarte zeigt deinen aktuellen Standort als blauen Pfeil. Also das ist hier hinten, das sind wir. Wir müssen hier erstmal irgendwie raus, denn hier rum und keine Ahnung.
Am unteren Rand findest du einen Schätzwert für die verbleibende Strecke und Fahrdauer. Um durch die verschiedenen Zoom-Stufen zu schaffen, drücke F5 und Schaltfläche auf dem Bildschirm. Kann ich das jetzt eigentlich auch? Achso, ja, okay. Das lassen wir erstmal so. Wechsel zur Auftragsbeschreibung mit F6. Brauche die ganzen F-Tasten hier. Die Auftragsbeschreibung fasst zusammen, was du gerade fährst und wohin. Sie zeigt dir, wann du erwartet wirst, wie viel Zeit noch übrig ist und wie viel Geld du erhältst, wenn du die Fracht pünktlich und unbeschädigt lieferst. Wenn nötig, kannst du den Auftrag auch abbrechen. Dann wird jedoch eine erhebliche Strafzahlung fällig. Wechsel sie zur Seite Zustand F7. Schaden 0, Schaden 0. Das ist toll. Unser LKW ist heile. Um zum Spiel zurückzukehren, drücke F1. So. Alles ist richtig eingeschaltet und betriebsbereit. Folge den ausgewiesenen Route, um zum Zielort zu fahren. Dann müssen wir erstmal wieder switchen, ne? Wie war das? Nee. Das sind Spiegel. Achso, da kann ich sie komplett abschalten. Hier mit F5. Zoome ich da durch. F6 war der aktuelle Auftrag. Milchpulver von Kiel nach Stokes. Montag 363. Was? 4 Stunden Fahrzeit? Das schaffen wir heute nicht. So. Also fahren wir erstmal hier irgendwie raus, ne? Ups. Ich mach mal schnell das Schadenmenü weg, nicht, dass wir sehen, wie viel Schaden wir nachher haben. Das war ja schon mal gut. Auf jeden Fall gibt es hier ein Schadenmodell. Das finde ich schon mal gut. Gibt einen so ein bisschen mehr, ne? Man muss ein bisschen mehr aufpassen beim Fahren. Kann nicht einfach wild drauf losfahren, sondern muss tatsächlich ein bisschen darauf achten, keine anderen Fahrzeuge zu ditchen, keine Zäune, keine Deko-Gegenstände hier anzufahren. Jetzt haben wir natürlich schon 1% Schaden, aber das wird uns für heute wird es nicht so schlimm sein. So, hier ist der Ausgang. Das sieht also grafiktechnisch, finde ich, ist ETS 2 gelungen. Muss ich mal so sagen. Hier ist rot, dann können wir rausfahren, ne? Fahre zum Eingangstor, dort erhältst du die Freigabe, deine Fracht zu einem. Oh, auf einem Terminalgelände zu fahren. Kann ich blinken oder so? Ist nicht so wild, ne? Ja, das ist ja schon mal weit hier, guck mal. Ein idealer Entladeplatz wurde für den gelieferten Aufflieger. Also hier muss ich jetzt erstmal hin, ne? So. Folgetaste drücke, um Anlieferung abzustimmen. Eingabe. So, was ist denn jetzt hier? Wo willst du die Lagerung stehen haben? Ladung stehen haben. Auf Nummer sicher gehen. Achso, das Erfahrungspunkte. Sorry, bin gerade in Eile. Achso, wenn wir es eilig haben, dann... Keine Ahnung. Hier, da will er die Ware jetzt stehen haben. Fahre zum Verladebereich. Fahre zu der auf der Karte angezeigten roten Flagge. Hä? Wieso, ich soll das doch jetzt erstmal hier... Ups, da gibt aber auf einmal ganz schön Gas. Muss ich denn jetzt noch woanders hin? Das habe ich jetzt nicht genau verstanden. Ich würde jetzt vermuten, dass ich da rein muss, oder? Also weiter raus zoomen kann ich nicht. Die Lenkung ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ihr seht, wie langsam sich die Räder rumdrehen. Im Vergleich natürlich, ich muss es immer mit LS vergleichen. Und ich will natürlich, ich habe es natürlich auf die schwerste Art genommen, um das Parken des Aufliegers zu überspringen und die Lieferung zu beenden. Bonuspunkte für präzise Einparken gehen verloren. Drücken Sie Eingabe. So. So, im Stress sind wir doch auch nicht. Aber ihr seht, ups, stopp, so komme ich hier nicht rum. Erstmal wieder ein bisschen gerade ziehen. Ein bisschen weiter nach vorne, wir haben noch Platz. Mit unserem guten Milchpulver hier. So, jetzt machen wir mal so. Stopp. Einmal komplett umdrehen am besten. Stopp. Oh oh. Ah, ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ne, warte mal, andere Richtung. Bisschen noch in die Richtung. Und jetzt mal hinterherziehen. Da kriegen wir es doch einigermaßen hin, oder? Guck mal, links, rechts, das sieht gut aus. So, wie genau müssen wir tatsächlich exakt da reinkommen in diesen markierten Bereich, oder reicht es, wenn wir den so ein bisschen streifen?
So, rückwärts. Ah, das sieht ja fast perfekt aus. Jetzt zieht er aber hinten leider ein bisschen raus. So, was ist, wenn wir jetzt fertig sind? Können wir den abladen hier? Okay, gute Arbeit. Worauf wartest du jetzt noch? Stell den Auflieger ab und beginne dann dein eigenes Spiel. Fracht ist für die Entladung bereit. Zum Abkoppeln des Aufliegers folgende Taste drücke T. So, ab. So, hier. Gefahrene Strecke 1 Kilometer, Dauer 16 Minuten haben wir dafür schon gebraucht. Verbrauchter Kraftstoff 1,3 Liter, Kontostand 343, Erfahrungspunkte haben wir dazu gekriegt. Level, was auch immer genau man bei neuen Level kriegt, weiß ich nicht. Einige von euch werden es wissen, weil ihr es wahrscheinlich selber schon spielt oder gespielt habt. Keine Ahnung. Montag 10.16 Uhr aktiver Auftrag, freier Widerwind. Haben wir jetzt erfüllt. Mal gucken, ob es noch weitergeht oder ob das... Okay, was ist hier los? Dies ist dein Firmenzentrale. Oh, die Firmenzentrale sieht ja nice aus. Die müssen wahrscheinlich auch aufräumen mit der Zeit. Es ist eine sehr schlimme Garage. Nichts Besonderes, aber immerhin Anfang. Schlichte. Also schlimm sieht das aus. Leider hast du noch nichts, was du dort abstellen könntest. Deshalb kannst du hier auch kein LKW sehen. Oh, toll. Hast du erstmal genug Geld verdient, um dir eine Zugmaschine gekauft, so kannst du dich frei bewegen und dein Geschäft von hier betreiben. Viel Glück. Danke. Also erstmal müssen wir scheinbar ein bisschen Fremdaufträge erledigen, bis wir selbst Geld haben, um selbst ganz groß zu werden. Also das Spiel ist auch echt umfangreich. Ich weiß nicht, ob so richtig das ist, ob da auch ein bisschen mehr Wirtschaft noch hinterhängt oder wirklich das hauptsächlich Fahren ist. Wähl deinen nächsten Auftrag. Machen wir doch direkt, ne? Lass dich an einen Berufskraftfahrer anstellen. Kein großes Aufheben, alles ist vorbereitet. Suche dir einen Auftrag aus und schwing dich hinter das Lenkrad. Das können wir hier gar nicht. Mehr Möglichkeiten haben wir hier auch gar nicht. Ist auch ehrlich gesagt eine Demo. Von Kiel nach Bremen, von Kiel nach Hannover. Guck mal, da sieht man, wie viel Frachteinnahmen pro Kilometer man machen würde. Fahren wir einfach mit dem hier, oder? Gehen nach Bremen, Montag. 1 Stunde 38 dürfen wir brauchen, oder wie ist das? Natürlich den ganzen Auftrag annehmen. Eurotruck Simulator 2, Kiel-Bremen. Hoffen wir natürlich auf gutes Durchkommen. So. Wir starten hier wieder. Müssen wir mal gucken. Kameraansicht verwechseln. So. Ach, jetzt fahren wir hier mit Auffliegern durch die Gegend. Ganz schön laut draußen, ne? Ich gehe mal ins Fahrzeug. Das kennen wir schon, dass es hier eng ist. So. Ich bin doch eher der Draufsichtmensch einfach. Ist nicht schlecht eigentlich in Ansicht auch, muss ich auch sagen. Man ist gut animiert. So. In 3 Stunden 38 müssen wir da sein, aber es müssen jetzt 200. 25 Kilometer mit dieser Ladung fahren. Da müssen wir erstmal gucken. Links ist frei, rechts ist auch frei. Oh oh. Ups. Also auf die Bordsteine muss man auch ein bisschen aufpassen. Also erstmal raus aus Kiel. Das Auto habe ich gar nicht gesehen. Das hätte ich im Zweifel platt gefahren. Wir haben, wie gesagt, Tastaturlenkung ist noch ein bisschen. Hier komme ich gar nicht längs. Ja, das ist ja toll. Jetzt blockiere ich hier gleich die Kreuzung. Komische Geräusche beim Rückwärtsfahren. Ich hätte hier rein müssen. Bin also schon gleich am Anfang erstmal falsch abgewogen. Ansonsten finde ich... Ups, ja, es fehlt mir hier auch natürlich die persönliche Animation drin. Aber schön hier lärmgedämmtes. So, wir fahren da erstmal hinterher. Ich weiß ja nicht, wie raudihaft wir hier fahren dürfen, ob wir zu schnell fahren dürfen, ob wir geblitzt werden können. Keine Ahnung. Hier ist 50. Wo ist überhaupt unsere Geschwindigkeit? Das. Achso, wir fahren irgendwie ein bisschen zu schnell. Was war das? Oh, ich bin zu weit rechts. Das hat richtig Schaden gebracht. 5% schneller an Schaden dazu gewonnen. Ich muss in der Außenansicht fahren. Ach so, deswegen. Das ist auch ganz schön eng hier, ne? Ich zieh schon mal darüber. Ich hab's mit dem Bremsen nicht so.
So, hier vorne geht es dann gleich links. Ist es jetzt tatsächlich so, dass man eigentlich nur fährt den ganzen Tag? Ups, stark bremsen, das ging einigermaßen. Also blinken tut hier keiner, oder wie? Doch, die blinken. Kann ich auch blinken? Ich kann nicht blinken. Hier geht es zur Ausfahrt Richtung Autobahn. Ja, ich versuche es nochmal mit euch. Ich finde die Innensicht hier fast ein bisschen cooler. Kiel ist zu Ende. Jetzt müssen wir gucken, wie. Was sagen denn die Schilder hier? Hamburg, Rostock, Bremen. Nach Dänemark wollen wir nicht. Also, Achtung, Auto. Nach Dänemark wollen wir, wie gesagt, nicht. Wir bleiben hier. Ich kann es noch nicht so richtig einschätzen. Ist auch recht schwierig einzuschätzen, glaube ich, von der Breite her. Und jetzt fahren wir einfach mal 200 Kilometer auf der Autobahn. Ich hoffe natürlich, ich glaube, das ist ein bisschen gekürzt, nicht? Ja, guck, das waren schon 2 Kilometer jetzt. Wir fahren nicht in Wirklichkeit 200 Kilometer Autobahn mit dem LKW, weil dann würden wir uns alleine, glaube ich, knapp 2 Stunden fahren. Hier A7 Richtung DK und A7 Richtung Bremen. Ich würde A7 Richtung DK fahren und Flensburg ab und dann so Ralfus Richtung Heimat oder Schleswig. Aber okay, wir müssen weiter Richtung Bremen. Was haben wir überhaupt an? Ja, jetzt können wir zwischendurch mal gucken, ne? Wir haben jetzt, glaube ich, eine recht lange Fahrt vor uns. Wir können hier über das Menü nochmal gucken. Gehen wir ein bisschen weiter rausgezoomt, haben wieder ein bisschen weiter rangezoomt. Wir haben noch ein paar Kilometer vor uns. Hier können wir sehen, einen Satteltieflader haben wir mit. Wir kriegen 3600 Auftragsvergütung. Und nächste Pause müssen wir machen in 10 Stunden. Auftrag abbrechen wollen wir natürlich nicht. Alles andere interessiert uns auch gerade nicht. Hier geht es aber auf die alte Autobahn. Das haben sie auch ganz cool gemacht, finde ich, so vom Spiel her. Mal eine andere Fläche, mal, ja, je nachdem, ne? Mal neue Teerfläche, mal alte Teerfläche. Und wir müssen jetzt noch, warte mal, ich gehe wieder ins Auftrags, ups, hier noch 167 Kilometer. Wir sind recht schnell unterwegs, ne? Überlegen Kiel-Bremen in der Zeit. Aber man soll ja auch vorankommen. Und das Ziel ist es, glaube ich, hier genug Geld zu verdienen, sich irgendwann eigene Zugmaschinen zu kaufen. Und vielleicht, weiß ich nicht, ob man auch überhaupt nachher ein bisschen was automatisiert machen kann. Oder ob man tatsächlich immer selber fahren muss. Aber irgendwann, glaube ich, kann man wahrscheinlich mehr verdienen. Wenn man zum Beispiel, ich muss da auch mal rüber. Gibt es auch Stau und so? Bestimmt, ne? Der will hier ab. Und wie geht denn blinken und so? Also das weiß ich noch nicht. Aber ist auch nicht ganz so wild. Also wir kommen heute, glaube ich, auch zurecht, ohne dass wir blinken. Immer diese Raser hier, ne? Oh, das kann ich sein. Obwohl, nicht mit so einem farbenen Auto. Aber da sieht man, ne, als LKW-Fahrer, wie schnell denn die anderen Autos vorbeirasen. Und also mir wäre es persönlich, glaube ich, auf Dauer ein bisschen zu langweilig. Ja, weil mit 100 km/h auf der Autobahn, ihr wisst es selber, ist das schon ein bisschen anstrengend. Ich bewundere die Leute, die das können und dabei auch wach bleiben und keine schweren Unfälle verursachen. Hannover, Bremen, Osnabrück. Wir bleiben gerade nicht ab der Abfahrt. So. 130 Kilometer haben wir noch vor uns. Wir sind gut in der Zeit, würde ich behaupten. Glaube ich zumindest, oder? Wann müssen wir den Auftrag erfüllt haben? Achso, da ist Kraftstoffanzeige. Wir müssen also auch tanken zwischendurch. Ich sehe hier oben gerade so ein bisschen die Benzinanzeige. Auch da könnten wir doch irgendwie durchswitchen, oder? Ständig Hamburg, Bremen, Osnabrück. Da wollen wir nicht hin. Wir fahren... Oh, Hamburg, Bremen, Osnabrück. Da wollen wir nicht hin. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Bin vorbeigefahren. Wenden auf der Autobahn? Nein. So, ihr kommt jetzt aber noch nicht rübergezogen, ne? Ihr würdet ja blinken, oder? Wie schnell fahren wir überhaupt? 89 km/h schneller geht's aber nicht. Parkplatz ist hier in 200 Metern, Rastplatz, da können wir schon auf Toilette gehen. Und überlegen, wie wir kommen jetzt auf die andere Seite. Und tanken könnten wir hier auch, aber auf der Autobahn ist immer viel zu teuer zu tanken. Das würden wir dann eher wahrscheinlich irgendwo anders machen. Ich wollte gerade sagen, wann rechnet er denn neu? Also haben wir natürlich schon mal ein bisschen... Oh, Achtung! Hinter uns kommt ein Auto, muss stark bremsen. Elefantenrennen. Auch cool gemacht hier mit einer Fahrstreifen, alt, beide anderen neu. Ich muss hier runter von der A7, das gibt's ja gar nicht. Wo fahren wir denn jetzt hin? Sorry Leute, ich muss hier mal rauszoomen. Riesenumweg wahrscheinlich, 117 Kilometer sagt er mir zwar noch, aber ja, ich meine... A7 führt ja trotzdem halbwegs richtig. Wir müssen dann wahrscheinlich rüber auf die A1. Stück wieder nach oben, wieder Richtung Norden fahren.
Glaube ich zumindest, oder? Hier unser abenteuerliches Lenkverhalten. Ich finde, so wirkt das auch alles noch ein bisschen langsamer, oder? Aber ansonsten die Landschaft rundherum, ja, ist ganz unterschiedlich gestaltet. Problem ist, ich komme hier einfach nicht runter von der Autobahn. Hier, Bremen, Groningen. Da müssen wir ab, oder? Mein Navi sagt nicht so richtig, was wir sollen. Ich will aber ja nach Bremen. Ja. Oder nach Holland. Was haben wir nach Holland? Organisieren uns da was. Schmuggeln das nach Deutschland. Kann man bestimmt mehr Geld mit verdienen. Als hier mit den Tiefladerdingern da. Aber egal. Das ist ja furchtbar. Ich schwenke so viel zu viel rum. Ich gehe wieder in die Innensicht. So, hier müssen wir runter. Bremsen. So, rechts rum. Da müssen wir natürlich mal gucken, dass links nichts kommt. Oh, da kommt auch ein LKW. Und, ups. 1% Schaden, wenn man ein Schild mitnimmt. Das haben wir noch gar nicht gemerkt. Mensch, Mensch, Mensch. Geschwindigkeitsbegrenzung zu Ende. Aber schade, dass man nicht noch weiter zoomen kann oder so. Oh, der überholt einfach. Ich beschleunige ihn aus. Ah, siehst du mal, ne? Unverantwortlich. Na, froh, dass von vorne nichts kommt. Ja, hier irgendwie ein paar Felder, Rundbeine und so. Ich weiß nicht, wie oft man genau das gleiche sieht. Da sind ein paar Vögel. Nervöser Fahrer hinter uns, ne? Oh. Hat sich das Geld schon verringert, weil wir irgendwie, weiß ich nicht, falsch abgebogen sind, weil wir jetzt zu langsam sind oder keine Ahnung. 59 Kilometer haben wir noch vor uns, um diesen aktuellen Auftrag zu erledigen. Überholverbot. Können wir den noch tunen, den LKW, dass er mehr als 90 fährt? Schöne, schöne Sonnenblumenfelder. Ah, jetzt bergab hier. Kriegt er noch mal ein bisschen Fahrt drauf. 90 km/h. 93. 94. Dürfen wir überhaupt so schnell fahren? Gibt es Polizeikontrollen? Achtung, ein Bus. Ist aber wenig los hier auf der Strecke, ne? Muss man mal sagen. So, 100 km/h, sehr cool. 102, 105, Hamburg, Kiel und Osnabrück gerade. Wir müssen weiter geradeaus. So. Ja. Oh oh. Boah, das war knapp. Vollbremsung, sonst wären wir da nicht mal in Autos reingerast. Ups. Ja, das üben wir noch. So, unser Ziel ist natürlich vorne der PKW-Trailer wieder zu kriegen. Nur noch 25 Kilometer Richtung Bremen. Hier ist auch Dortmund, Osnabrück, Gröning. Groningen. Brauchen wir nicht hin. Was passiert denn eigentlich, wenn wir solche Autos abdrängen? Schwerer Unfall oder? Eine Fahrerflucht? Ah, weiß ich nicht. Werden wir vielleicht nicht austesten heute. Ansonsten würde es mich natürlich interessieren, wie euch gefällt. Generell das Let's Play. Oder generell, hier müssen wir schon wieder runter, ne? ETS 2, ob ihr davon mehr sehen wollt oder sagt, nee, wollen wir nicht. Wie auch immer. Kommentar hinterlassen. Oh, Achtung. Sag mal, ja, der ist aber auch wirklich ein... Das ist ja... Der hat uns ausgebremst. Frech. Na, fahren wir weiter hier. Könnte ich die Auffahrt hier blockieren? Naja,
Also so können wir wahrscheinlich kein Geld verdienen, ne? Oh, guck mal, das Geld ist schon wieder runtergegangen. Entweder liegt das daran, dass wir immer, wenn wir einen Crash machen, die Ladung auch leicht beschädigt wird. Heißt, wir kriegen weniger Geld. Wir haben schon fast die Hälfte von unserem Auftragswert eingebüßt. Das ist ja uncool. Rowdy da hinten, Busfahrer. Plötzlich bremsen einfach. Schmetterwohl. Lass mal lieber hier vorbei. Oh nein. Ah, das war ganz knapp rot, ne? Das war noch im grünen Bereich. Haben wir gesehen. Erster Aufenthalt in Bremen. Ist es hier schon? Ja, oder? Ist das hier schon? Müssen wir hier rein? Ich kenne das nicht so richtig. Ups. Also hier müssen wir auf jeden Fall nicht hin. Ja, warte doch, Leute. Ja, cool, Mercedes. Hier VW. BMW. Kann man alles erkennen. Oh nein. Ist noch ein Passat da vorne. Sag mal, was ist denn hier passiert? Ich muss langsamer reden. Ich darf nicht so schnell Gas geben. Muss erstmal lenken und dann Gas geben. So. Wie so ein Puller hier. Kommt fast gar nicht rüber. Was haben wir da hinten? Hier auf dem Hinterhof. Wenn das so gut ist. Können wir uns da wirklich sicher fühlen? So, um das Parken des Aufliegers zu überspringen und die Lieferung zu beenden. Bonuspunkte für präzises Einparken gehen verloren. Drücke das und das. Da muss man ja sagen, so schwer ist das Einparken eigentlich tatsächlich nicht. Ein bisschen rückwärts einparken Erfahrung haben wir dann ja doch durch LS. Nur dass das Lenkverhalten eben bei dem Trucks hier ganz anders ist. Das macht es natürlich nicht gerade einfacher. Aber wir sehen, glaube ich, halbwegs Richtung stimmt ungefähr. Jetzt noch stoppen. Das reicht. Tee, danke. Absatteln. Werden ausgefahren. Geschafft. Gute Arbeit. Verbrauchter Kraftstoff, 119 Liter, Kontostand. Okay, Erfahrungspunkte. So viele Erfahrungspunkte, weil das so viele Basisvergütungskilometer sind. Und Abzug für Schäden. Naja, Level 1 immer noch Neuling. Wie sieht es aus? Eine geht noch. Was ist das? Aber hier können wir jetzt Unfähigkeiten fernfahren. Also hier kann man Fähigkeiten irgendwie verbessern, je nachdem. Ist mir aber aktuell für heute relativ egal. LKW kaufen. Da wollen wir einen eigenen LKW kaufen. Was kostet Scania? Also, gibt es hier einen Händler? Online kaufen. LKW kauf online. Angebot der Kunden, die besondere Vertrauen genießen, nicht nutzbar, bevor du mindestens 5 LKW besitzt. Ach, besuche ausgewählte Händler. Möchtest du wirklich nach Hannover fahren und den Scania-Händler aufsuchen? Ja, wir haben eh kein Geld. Für 5.000 kriegen wir keinen LKW. Würde ich mal vermuten. Wenn dann ja nur die alten Lumpen. Also, persönlicher Status, Karriereentwicklung. Hier, richtig. Also doch, also geht ein bisschen mehr bei dem Spiel. Kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, davon eine kleine Let's Play-Serie zu machen, wenn ihr Bock habt, davon mehr zu sehen. Fahren. Du kannst nicht frei unterfahren, da du keinen LKW zugewiesen hast. Du könntest einen LKW kaufen oder eine neue Flotte auswählen. Schnellen Auftrag suchen. Ich möchte einen schnellen Auftrag suchen. Einen machen wir noch. So, wo fahren wir denn? Ziegenkäse. Fahren wir Ziegenkäse von Bremen nach Duisburg? Oder fahren wir nochmal von Kiel nach Hannover? In Duisburg, wie viel sind das hier? Das geht ja jetzt. Geht das. Sehe ich irgendwo, wie viele Kilometer das sind? Angebot läuft ab in was weiß ich wie Zeit. Guck mal, wie viel das auch gibt. Kiel, Bremen schon wieder. Sind wir gerade eben schon mal gefahren. Wir könnten es nochmal besser machen, aber. Nö, ich will mal eine andere Richtung fahren, oder? Von Kiel nach Rostock. Ja, die Strecke kenne ich. Fahren wir einfach von Kiel nach Rostock. Wahrscheinlich über. Nee, fahren wir über Lübeck oder Segeberg. Ne, ich glaube, wir fahren gar nicht. Wir fahren eine andere Strecke. Dann über Wismar wahrscheinlich die Ecke da hinten. Wollen wir mal gucken, oder? Auftrag annehmen? Das machen wir noch. So viel Zeit muss sein. Auf so ein Spiel habe ich definitiv mehr Lust als auf Happy Santa. Euro Truck Simulator 2. Kann man spielen. So,
haben wir ja schon, also unsere Ladung haben wir, ne? Was haben wir denn heute mit? Was? Ne, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Was haben wir denn mit? Warte, wir gucken kurz. Erstmal gehe ich hier ins Menü. Wir haben heute mit Reis, 22 Tonnen Reis. So, können wir mal kurz gucken. Geh mal wieder bitte aufs Menü. Geh mal wieder in die Außenansicht. Und... Nein. Reis. Ist ja egal, wir haben Reis mit. Was fahren wir für einen Mercedes, fahren wir diesmal? Also es gibt dann scheinbar auch unterschiedliche LKW-Marken. Man muss jetzt nicht nur Scania kaufen, man kann wahrscheinlich auch Mercedes kaufen. Man kann kaufen, was man möchte. Wir haben jetzt 225 Kilometer vor uns, sollen das Ganze in 3 Stunden 38 schaffen. Wir versuchen natürlich heute nochmal die Ladung halbwegs unbeschädigt zum Bestimmungsort zu bringen. Den Weg hier vorne kennen wir schon. Oh, wie gut das ging. Grandios. Nein, wir müssen anhalten. Da ist Reis drin. Von aus der Fahrerkabine wohl noch eine Ampel sehen können. Ja, guck mal, wir sehen das so ein bisschen, ne? Ich bleib trotzdem in der Außenansicht. Oh, Draufansicht. Oh nein, Start verpasst. Mist. Da sind wir doch glatt ausbeschleunigt worden. Also auf jeden Fall, glaube ich, müssen wir auf die A23, oder? Sehe ich das richtig? Aber erstmal fahren wir bestimmt Bundesstraße. Weil hier ist ja halt jetzt nicht so eine große, aber irgendwas Doppelspuriges. Ich weiß nicht, ob die neuesten Strecken hier drauf sind. Mal gucken, wo wir hier gleich abfahren. Ah. Ja, Hamburg, genau, Richtung Rostock, Berlin. Ups, das ist ja auch hier durch Brücken, ne? Also hier. Ich habe gar nicht geguckt, ich wollte immer noch gucken, ob ich nicht eben noch blinken kann. Alleine, weil es schön ist. So, Sandbilder und hier komischer kleiner vollbesetzter Bus. Verschwinde. Hier ist nur 50. Gibt es hier sowieso eine Feststelltaste, dass man sagen kann, okay, er soll jetzt durchgängig 50 fahren. Hab ich ein bisschen in die Kurve geschnitten, ne? Aber geht. Ja, bin ich gespannt, ob wir das Spiel nochmal wiedersehen im nächsten Jahr. Und durchaus möglich. Kommt natürlich ein bisschen auch auf euch drauf an, wie gut euch das Spiel gefällt bei mir auf dem Kanal. Ob ihr gerne mehr Folgen davon sehen wollt. Oder sagt, nö. Ich will lieber was von den anderen Spielen sehen, die gerade in der Adventsserie vorgestellt werden. Weil Auswahl ist ja mehr als genug da. Einige fallen, denke ich mal, relativ schnell raus. Weil es so nicht zu der Zuschauergruppe passt, die sonst immer da sind. Aber guck mal, das passt doch zu der Zuschauergruppe, wo wir gerade da sind. Fahren wir gerade an Traktoren hier vorbei, ein kleiner Hof. Oder Händler, weiß ich nicht, Traktor mit Flug, 2 Stück und hier wieder eine schöne Rundballen. Oh, was ist hier vorne? Sogar ein Drescher. 2, die einfach querfeld, 3. Die fahren einfach querfeld übers Feld, fahren die auch? Mal anhalten, ein bisschen gucken, aber wir haben ja keine Zeit. Aber schade, dass es nicht animiert ist. Aber hier fahren wir jetzt komplett richtig durch landwirtschaftliche Gegebenen, deswegen hier dicke Droschen. Also ne, das ETS, nicht Landwirtschaftssimulator. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich wollte versuchen, die Ladung ja heile nach Rostock zu bekommen. Die Flüge stehen aber nur rum. Achtung. Keine Panik, muss ich dann bremsen. Jetzt kommen wir hier wieder auf alten Asphalt. So, jetzt mal ein bisschen Gas geben hier, ne? Kurven schneiden. Ich gehe gleich mal wieder, wenn er weg ist, in die Innensicht. Das war auch schön. Ist das? Eine scharfe Kurve. Ist sie wirklich so scharf, die Kurve? Ich meine, für uns als LKW-Fahrer, ne? Hier muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das sieht doch hier nach dem Plöner Seen aus, kann es sein, dass hier Plön stellen soll, so in die Ecke irgendwo. Ausbrechen tut der LKW, glaube ich, nicht so einfach. Der ist relativ standfest. Oh. Dort wird mir angezeigt, ich darf hier eigentlich nur 60 fahren. Ich fahre gerade 70. Also wenn sie jetzt hier irgendwo steht zu blitzen, könnte es teuer werden, ne?
So, 61 ist in Ordnung. Ich hätte jetzt aber gerne so eine Feststelltaste, so eine Automatik von wegen Fahr in Zukunft bitte nur 60. Und ich kann es dann zum Beispiel mit dem Knopfdruck wieder. Ich bin immer dieser W-Typ, ne? Kennt ihr ja von LS bei mir. Ich halte immer W-Amok gedrückt. Aber hier für ETS, glaube ich, wenn man lange Strecken hat, macht es auch mal Sinn, dass man das irgendwie feststellt, oder? Gibt es dann die Möglichkeit, so ein Tempomat einzuschalten? T für Tempomat vielleicht? 75, warum wird es rot angezeigt? Hier war doch Geschwindigkeit aufgehoben, oder habe ich das irgendwie falsch gesehen? Was passiert bei T? Nix. Ich dachte, T für Tempomat. Feststellbremse gezogen. Oh. So können wir ein bisschen stärker bremsen. Oh, hier ist sogar ein Restaurant, wollte ich sagen, Hotel oder so, so ein Rastplatz. Da können wir wahrscheinlich übernachten, falls wir zu lang gefahren sind, weil irgendwann müssen wir Fahrpausen einlegen. Hier haben wir bestimmt die Ostsee. Einige große Schiffe hier in der Ostsee da. Mal schön umgucken. Schöne Wohnhaussiedlung hier. Ich habe keine Ahnung aktuell, wo wir sind, weil leider werden hier keine Orte bezeichnet. Sieht aber so ein bisschen hier nach Strand aus. Ostseestrand, keine Ahnung, Timmendorfer Strand da irgendwo, die Ecke ist, oder sind wir schon in MacPom? Sind wir noch in SH? Ich weiß es nicht. Aber mal ein bisschen Gas geben hier. 5200 würde das geben. Ne, das ist unser Kontostand, ne? Deswegen habe ich mich vorhin auch verwehren lassen. Boah, komm gut durch hier. Tatsächlich, wir fahren die ganze Zeit dieses Teil runter da. Schön langgezogene Linkskurve. Wieso ist es rot? Darf ich selbst gar nicht so schnell fahren? Das ist doch 90 km/h, ist doch recht passend, oder? Selbst der Begrenzung ist hier. Die Straßenmarkierung macht Geräusche. Ja, man soll also wach werden davon. Falls man mal hier Gefahr läuft, einzuschlafen. Vor allem, wenn man solche Lieferungen nachher macht von Kiel nach Italien oder so. Das gibt natürlich wahrscheinlich aber auch mega Geld. Ne? Das macht man 2-3 Mal, dann hat man wahrscheinlich so viel Geld, dass man auch endlich seinen eigenen LKW kaufen kann und das Ganze ein bisschen größer aufbauen kann. Denn das hier ist ja immer noch nur eine kleine Folge im Adventskalender. Das ist 7. Türchen ETS 2. Würde bestimmt auch Anklang, könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere schon Bock hätte, dass ich da ein Let's Play draus mache. Bin gespannt auf eure Meinungen, eure Kommentare. So, hier ist alles wieder aufgehoben. Wir dürfen nur 80 fahren, ne? Aber ich fahre nicht nur 80, ich fahre so schnell, wie es geht. Das ist ja nicht besonders schnell, aber immerhin. Und jetzt hier überholen, jetzt müssen wir tatsächlich die ganze Zeit so blöden LKW hinterherjuckeln. Hier jetzt zu überholen, könnte schief gehen. Wie schnell fährt er denn? 60 oder was? So, wie ist das jetzt mit der... Ich glaube, jetzt habe ich mit Taste C jetzt die richtige Geschwindigkeit eingeloggt. Oder ist es einfach, weil es ein bisschen bergab geht? Das war nur der Zufall. Rostock, wir müssen nach links. Da wäre ich ja fast dran vorbeigefahren an der Abfahrt hier. Hier ist Überholverbot. Achtung. Und dass ich das geschafft habe. Da habe ich eigentlich schon die Leitplanke im LKW drin gesehen. Noch ohne Schaden. Leute, ich möchte sagen, ich fahre noch ohne Schaden. Geschwindigkeitsbegrenzung ist gleich wieder aufgehoben. Trotzdem fahren wir die ganze Zeit nur über Landstraßen. Was ist mit der A23? Ist sie gesperrt oder? Denken wir, dass wir lieber einen kürzeren Weg fahren. Nur noch 77 Kilometer. Boah. Da wird man voll überholt. Rowdy in der Kurve. Gibt's ja nicht. Gibt es ja keine wilden Verfolgungsjagden, Polizei oder so? Gibt es auch Unfälle, dass wir überholt werden und einer kommt von vorne? Keine Ahnung. Die KI dann stark genug bremst oder ob die tatsächlich ineinander fahren würden? Würden wir vielleicht erleben, wenn... Na, jetzt kommt er, ne? Jawohl. Ah, guck, jetzt bremst er, muss wieder einscheren. Oh, stopp. Ja,
Ich bin... Hätte hier vorne absäulen schon wieder. Ich werde mal... Ah. Aber das war nicht so doll, ne? Das war... 1% Schaden. Ich wollte eigentlich hier wenden. Macht man nicht, aber kann man machen. Den Rau hier da mal rausholen aus seinem Auto. Guck mal, haben wir geschafft. Sorry, Leute. Moment. So. Dann geht es nämlich hier vorne runter. Wir wollen ja nicht schon wieder so einen ewigen Kilometer weiten Umweg fahren. Mit 1% Schaden finde ich für meine zweite ETS-Fahrt noch nicht zu früh loben, aber damit kann man leben. So, noch 55 Kilometer. Jetzt sind wir auch auf der A23 wahrscheinlich, oder? Oh Gott, zieh doch mal. So steil bergauf hier. Dreispurig. Ordnen wir uns mal ganz links ein. Oder kommt ein LKW angeheizt? Mit Tieren. Viehtransporter. Wir können auch viel transportieren. Kennen wir uns mit aus. Oh Gott, wie rau die ist hier. Das sind hochmotorisierten Fahrzeuge. Sieht ja teilweise freaky aus, ne? Wie sie angerast kommen. Aber cool. Das finde ich ganz, ganz gut gemacht. Generell weiß ich nicht, ob die Landschaft sich auch ein bisschen nach ändert, wenn wir nach Spanien oder so fahren, dann alles ein bisschen dröger oder bergiger im Süddeutschland. Da haben wir aber auch Spaß, denn da muss man wahrscheinlich tatsächlich, oh, ich habe nicht auf die Schilder geachtet, da muss man wahrscheinlich dann tatsächlich später auch besser motorisierte LKWs haben, fast auch richtige Spur, um zum Beispiel dann in den Alpen oder irgendwo da auch voranzukommen. Hier in Norddeutschland, naja, ist natürlich relativ einfach. Rostock. Hä, er sagt mir aber, ich soll geradeaus weiterfahren. Und was? Unfall verursacht minus 400? Der ist mir reingefahren bestimmt. Ich hab gar nicht mitgekriegt. Das ist ja auch frech, oder? Radarkontrolle? A90. Was eigentlich mit Mautstrecken hier? Werden wir auch die ganze Zeit erfasst? Ist das hier die Radarkontrolle? Rostock, Stettin. Da müssen wir ab. Na toll. Wenn man nach Schildern fahren will, ne? Besser nach Navi fahren, da hätten wir uns den Unfall gespart. Das haben wir halt, ich weiß nicht, haben wir selber Schaden erlitten oder haben wir nur einen Unfall verursacht? Unverschämt nur. Ohne Personenschaden aber, sonst wären die Rechner wahrscheinlich teurer gewesen. Ich weiß auch nicht, ob es nur Sachschäden oder ob das unterschieden wird oder nicht, ob es machbar ist hier, keine Ahnung. So, Ausfahrt. Mal sehen, ob mit Polizeikontrollen. Guck mal, hier können wir richtig runterrollen. Ich brauche gar kein Gas geben. Es rollt einfach nur. Jetzt müssen wir hier gucken. Da vorne ist das Ziel. Wird schon eingeblendet. Ja, ups, ich bleib vielleicht ein bisschen auf meiner Spur. Dann kann auch nicht so viel passieren. Oh nein. Achtung, nur leicht geditscht. Nichts passiert. Ich muss hier mal rüber, glaube ich, oder? So, hier ist 50. Ich fahre nur 67. Das ist alles noch gut. Erster Aufenthalt in Rostock. Das sagt er also jedes Mal, wenn man in eine neue Stadt fährt, da gibt es ja einige, dass es ein neuer Aufenthalt ist. Und hier vorne links sehen wir schon das grüne Zeichen. Oh, war nix. Kannst du euch weiterfahren? Ja, es ist aber auch hier. Fahr doch mal jetzt. Also, ich warte jetzt nicht hier, bis die Ampel wieder rot ist. So, sehr schön. Haben wir auch diesen Auftrag erfolgreich gemeistert. Ich denke, wir müssen wahrscheinlich dazwischen. Ja, hätte ich vielleicht treffen sollen. Sorry. Ganz knapp vorbeigelenkt und man merkt da wohl scheinbar nicht, dass wir da sind. So. Wir machen das selber. Bestätigen. Fahre. Angezeigten roten Flagge. Fahren als Aufgegast zu überspringen. Nein, das können wir ja schon. Und die Erfahrungspunkte muss man sich, glaube ich, mitnehmen, um besserer Fahrer zu sein, um auch diese
sagen wir nachher, Gefahrengüter zu transportieren, bessere Aufträge zu bekommen, die ein bisschen mehr Geld bringen. Wenn es jetzt nachher darum geht, von wegen man ist spät dran, man hat nur noch eine Minute Zeit oder was auch immer, dann macht man das vielleicht nicht unbedingt selber, dann lässt man das machen. Aber so, guck mal, Räder nochmal komplett rumdrehen, ist es doch fast perfekt gelaufen. Ich glaube, das reicht nicht ganz. Wir sind, na doch, es reicht sogar. Tee, danke, absatteln, wir haben es geschafft, liebe Leute. Und ja, dann kommen wir tatsächlich auch schon zum Ende des aktuellen Tests hier, kann ich sagen, des siebten Türchens. Morgen geht's weiter mit Tür 8. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid. Danke für eure Unterstützung, danke für den Like, danke, dass ihr dabei wart. Bis dann und tschüss.